herzlich willkommen. Es geht weiter mit dem Saboteur. Auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, versteht sich. So, es geht in die Endphase des Games. Allzu viel ist nicht mehr zu tun. In dieser Mission wird es wohl darum gehen, die Freundin von Zin zu befreien. Nachdem ich letzte Mal die Voraussetzungen dafür geschaffen habe. Die Telefonleitungen der Deutschen mussten angezapft werden, um herauszubekommen, wo sie gefangen genommen wird. Könnte durchaus jetzt eine etwas längere Version Mission werden. So, müssen wir erstmal gucken, wo wir hin müssen. Da unten ist unser Auftraggeber. Gut. L'art de l'ancien modèle, monsieur? Jawohl, mit einem schnellen Auto ist man schneller da. Eben noch was gucken. So, 86% haben wir schon erledigt. Ja, das habe ich befürchtet. Ich habe nicht allzu die Munition nicht voll. Dann muss ich noch mal vorher für den Nachschub sorgen. So, der Kollege hier wird mir. Cherche quoi? Tu veux assurer ta protection? So wie ich da sehe, kann ich die Terrorwaffe da schon erwerben, sobald ich 2500 Euro Guthaben habe. Kann ich mir aber im Moment noch nicht leisten.
Verkehr ist untersagt und wird mit aller Härte so, des Gesetzes bestraft. Le couvre-feu, c'est une plaie pour la vie nocturne. Je suis certaine qu'il ne sert à rien là-haut. Alex, warum muss es immer ein Abwasserkanal sein? Krieg ist ein schmutziges Geschäft. So, hier geht's wahrscheinlich runter. Da ist der Auftraggeber. Devlin, sind Sie sicher, dass uns niemand gefolgt ist? Den Fehler mache ich nicht normal. Die Razzia in La Villette war nicht Ihr Fehler, Sean. Jemand hat den Deutschen verraten, dass Kessler in diesem Schlachthaus war. Jemand aus dem inneren Kreis des Widerstands. Ein verdammter Verräter. Ich hätte es wissen müssen. Da ist noch mehr. Ich habe Veronique gefunden. Veronique? Wo? Die Deutschen benutzen den Justizpalast als Internierungslager für politische Gefangene. Sie... Na los, reden Sie, Josef. Sie wurde zum Tode verurteilt. Gott, wie viel Zeit haben wir? Wir müssen sofort los. Die Sicherheitssysteme vom Gefängnis sind undurchdringlich. Aber vielleicht geht von oben was. Worauf wollen Sie hinaus? Vor der Kanalisation gibt es eine Tankstation für Zeppeline. Wenn Sie dort reinkommen, besorge ich Ihnen ein Transportmittel. Ein Zeppelin? Was haben Sie denn geraucht, Josef? Das ist die einzige Chance. Auf dem Dach der Tankstation steht ein Funkturm. Melden Sie sich, wenn Sie dort sind. Aha. Wir müssen also durch die Luft. Am Ende der Kanalisation. Oh Mann, hier stinkt's erbärmlich, wie Franzosenscheiße. Die Tankstation. Sagte, der Funkturm wäre ganz oben. Heilige.
das ist umsonst, sich hier draußen aufzuhalten. Das wird nicht so einfach sein. Wyman sagte, der Funkturm wäre ganz oben. Thank you.
Tja, ich muss. Ich sehen, dass ich die Feinde alle dezimiert kriege, bevor ich da hochgehe. Scheiße, überall Blut! Gewöhne ich mich wohl nie.
verdammt.
Josef, hören Sie mich. Bin in Position. Gute Arbeit. Ich habe über den deutschen Kommandokanal falsche Befehle erteilt. Ein Zeppelin wurde zu Ihrer Position umgeleitet. Was ist der Plan? Sie müssen sich auf das Luftschiff schleichen. Es bringt Sie direkt über das Gefängnis. Ihre kranken Pläne bringen mich irgendwann nochmal um. Ist Ihnen das klar? Aller Wahrscheinlichkeit nach, ja. Aber das ist nicht zu Ende. Rufen Sie mich zurück, wenn Sie können. Aha. Sie heben ab! Ah ja. Ich habe also nur begrenzt Zeit, um in das Luftschiff zu kommen. Zwei Terrorsoldaten muss ich da ausschalten. Sie heben ab! Zu spät. Das war knapp! Mist! Ich brauche ein anderes Taxi. Verdammt, dazu benötigt es. Das ist ganz schön haarig.
Scheiße, sie heben ab. Verdammt, zugenäht, fast geschafft. Mist, ich brauche ein anderes Taxi. Schlechte Nachrichten. Um Himmels Willen, Devlin! Reißen Sie sich zusammen oder die erschießen Veronique!